Ich meine, Gary redet dafür sehr viel. Frauen sind eigentlich super Manipulatorinnen und eigentlich können sie alles locker leicht bekommen. Alles. Und ich, Schweden, no, 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 Sexualness, das haben wir nicht. Nee, 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 wir sind 50-50, alle machen das Gleiche, bla, wir sind selbstständig, bla, 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 bla. Ich komme nach Italien und er redet sehr viel in den Kursen da und er redet die weibliche List und wie man den Körper benutzt, Manipulation und solche. Ich so, ah! Und ich komme in ein Hotel an und stehe da, da ist eine Frau vor mir. Der Mann ist da im Hotelier. Und die Frau bekommt, ich verstehe kein Wort, das war Italienisch in dem Moment, und die bekommt aber nicht, was sie will. Und das war sehr deutlich. Und wisst ihr, was sie macht? Oh mein Gott, sie hat einen Ausschnitt gehabt. Sie lädt sich auf die Theke mit den Brüsten hoch, damit er nur reinglotzen kann. Und ich stehe da. Und sie sagt das Gleiche. Sind Sie wirklich sicher, dass das nicht geht? Das ist wie im Film. Und er so, wirklich, er wusste nicht, wohin. Und dann geht er kurz weg und dann hat sich das alles gelöst. Und ich so, oh my fucking God, mache ich alles schwer. Was? Und ich habe das ständig, in Italien benutzen die gerne ihren Körper. Die haben auch Kleidung, die mehr weibliche Formen zeigt und so weiter. Aber ich sehe, die Frauen benutzen das auch zu ihrem Vorteil. Anstatt zu kämpfen, wurde er einfach geschlagen mit zwei Brüsten. Also, sorry. Ja. Er konnte nicht mehr. Und ich so, das ist ja geil. Und solche Sachen haben mich, ich gehe zu Kursen und dann sehe ich die Welt und ich frage, hey, wie sieht das eigentlich aus? Und dann Welt zeigt mir, so könntest du es auch machen. Und so geht es auch. Und ich so, dann muss ich ja schauen, was bin ich bereit zu tun und zu sein. Weil es geht nicht nur, dass ich mich so mit Kleidung, sondern es ist die Energie dahinter. Bin ich bereit, mit meiner Weiblichkeit anzukommen? Bin ich bereit, diese Energie, das ist lebendig? Bin ich bereit, dass alle Männer sich einfach um mich kümmern wollen? Bin ich bereit zu empfangen, dass jeder mir die Tür aufmacht und das macht und mich eigentlich nur bedienen möchte? Und ich so, oh Gott, das ist anstrengend. Und ich so, nee, mal lieber nicht. Und das hat eine Zeit lang gedauert, das zuzulassen, dass das ein Teil von meinem Leben sein kann. In den gewissen Ländern ist es leichter zu üben, weil es noch sehr mehr selbstverständlich ist, wie in Italien oder Spanien, sind die Männer auch so ungefähr fast erzogen. Und die Energie ist, wenn man in Schweden, da kann man die Tür, also die geht nie auf, ne? Deutschland auch nicht, also selten. Da ist es seltener, ja genau. Aber in Schweden stehe ich dann da und der Mann würde, was soll ich die Tür aufmachen? Kannst du das nicht selbst machen? Weil wir haben uns gegenseitig wirklich das abgeschafft und früher, würde man weiter früher, waren es mehr Gentlemen und die Frauen haben das dann angenommen. Heute haut eine Frau einen Mann ins Gesicht, wenn er nur ihre Weiblichkeit bewundert, sozusagen. So, ja, ist kein, also es überrascht mich nicht, dass es nichts gibt hier in Schweden, ne? Oder wenig, aber ich scherze, weil ich sehr oft in Spanien bin und da lebe ich, dass es Spaß macht. Dann kommt man nach Schweden und was? Jeder ist tot um mich herum. Was ist denn hier? Kein Mensch sagt irgendwas. Ich so, na, scherze ich darüber, aber es ist auch ein bisschen, da muss man e etwas energetischer sein, damit es klappt. Und es ist